So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Raven Remastered, Leute. Es geht jetzt weiter, immer. In der letzten Folge, da haben wir wieder mit ganz vielen Leuten geredet, kamen ein bisschen weiter, haben nämlich ein Kissen mit Schmauchspuren mit einer Zange aus der Vase geholt und haben ganz viel von der, von der Miss Miller erfahren und so, ne? Und der Legrand, der verhört jetzt gerade noch ein paar, ja, Gäste. Und wir haben wieder ein paar neue Sachen aufgeschrieben. Muss ich nur gucken, wo. Bla bla bla. Verlust, ja. Miss Miller. Aha. Warte mal, war irgendwas Neues jetzt? Warte mal. Lady, nee. Miller und Matt, nein. Gepard, bla bla bla. Irgendwas gab es auf jeden Fall neu hier. Ich weiß nur nicht, was. Der blinde Passagier. Sie war sofort tot. Nö. Gab's nichts Neues. Alles klar, okay. Auf jeden Fall. Sondern, ach, kannst du nochmal mit dir reden? Eieiei, hör mal, ganz schön viel dazu zu labern. Vielleicht hat Miller in dem Archäologen so etwas wie ihren Seelenverwandten gefunden. Leider ist keinesfalls gesagt, dass die beiden zusammenkommen werden. Leute mit geringem Selbstwertgefühl tendieren dazu, sich selbst zu sabotieren. Wäre natürlich jetzt schade, ne? Die sind doch bestimmt so ein kleines, süßes Paar. Dann kriegen sie noch 4 Kinder und einen Hund und ein Haus. Matt beschäftigt sich mit diesem seltsamen Spiel. Auf den ersten Blick sieht er wieder ganz normal aus. Ich glaube aber, dass er durchs ganze Schiff toben würde, hätte er die Sache im Zug wirklich vollständig verdammt. Das hat was. Hallo, kleiner was Partner. Bedeuten. Hi. Alles klar bei dir? Mhm. So, wie geht's dir, hör mal? Hast du ein bisschen von unserem Abenteuer erholt? Mhm. Du, Herr Zellner? Hm? Was ist hier los? Was meinst du? Alle verhalten sich so komisch. Oh, jetzt müssen wir uns entscheiden, sagen wir es oder nicht. Und an einer Tür. Das habe ich mal im Krimi gesehen. Du musst dir keine Sorgen machen. Hat es etwas mit dem Mann aus dem Zug zu tun? Es könnte etwas mit dem Dieb zu tun haben, ja. Hast du ihn noch immer nicht gefangen? Ich arbeite daran. Okay. Also wir müssen so entscheiden, so sagen wir ihm was von dem Mord oder nicht, ne? Da habe ich ja gar keinen Bock drauf, auf so ich eine Entscheidung. Ich habe gehört, du und deine Mama hatten früher viel Streit. Früher mal. Da war alles blöd. Das Haus, die Schule, die anderen Kinder. Wir hatten nicht viel Geld und ich war immer alleine. Aber du weißt schon, dass deine Mutter gerne bei dir gewesen wäre. Sie musste arbeiten, um das Geld zu verdienen. Das hätte sie ja nicht tun müssen, wenn Dad noch da gewesen wäre. Hm. Und wie kommst du jetzt mit ihr aus? Ich freue mich immer, wenn wir in den Ferien Sachen zusammen machen. Sie hat jetzt auch mehr Zeit für mich. Und im Internat mag ich es auch. Ich habe viele Freunde da. Und die Lehrer sind gar nicht so übel. Aber schon. Aber nicht so Deine übel. Deine Mutter und Professor Lucien scheinen sich gut zu verstehen. Hm. Magst du ihn nicht? Weiß nicht. Er scheint doch ganz nett zu sein. Ja, vielleicht. Vielleicht. Der Matt mag ihn anscheinend nicht so. Lady Westmacott sitzt ganz allein im Salon. Vielleicht besuchst du sie nachher mal. Das mache ich. Die Lady kann spannende Geschichten erzählen. Das weiß ich. Sie ist meine Lieblingsschriftstellerin. Sie hat mir erzählt, dass es ihr gar nicht so viel Spaß macht, diese Krimi-Bücher zu schreiben. Sie würde lieber mal etwas anderes schreiben. Aber ihre Fans wollen immer nur die Krimis lesen. Die haben sie reich und berühmt gemacht. Ich habe ihr gesagt, sie sollte einfach schreiben, wozu sie Lust hat. Wenn es gut ist, kauft es schon jemand. Und wenn nicht, dann hätte sie zumindest Spaß beim Schreiben gehabt. Da das hat sie gelächelt und genickt. Sie meinte, das wäre eine gute Idee. Guck mal, kleine Kinder hier, die kennen immer Was die Wahrheit. Was spielst du denn da? Ich spiele Shuffleboard. Versuche ich zumindest. Habe ich noch nie gespielt. Ist ganz einfach. Professor Lucien hat es Oh, ich will erklärt. Spielen, komm. Ich will gewonnen. Mitspielen. Wir haben nicht gespielt. Du wolltest nicht mit ihm spielen, was? Wollen wir beide eine Runde spielen? Klar. Ja. Okay, dann. Ich glaube, du musst mir erklär erst mal mir die Regeln alles. Erklären. Also gut. Du spielst mit den blauen Pucks, ich mit den roten. Du musst die Pucks mit diesem Stock da hinten ins Feld schubsen und möglichst viele Punkte machen. Klingt einfach. Wie viele Pucks habe ich? 6 Stück. Aber jetzt kommt's. Erst bist du dran, dann ich und so weiter. Und jeder darf die Pucks vom anderen auch aus dem Feld schießen. Oh.
Dann lass uns anfangen. Da krieg ich doch nicht hin. Um was spielen wir? Ich dachte, wir spielen einfach nur so. Wie langweilig. Wir müssen um was wetten. Sonst macht's keinen Spaß. Ja, toll. Ihr Engländer. Also ich wette meine brandneue Zwille. Und hat du? Ich möchte nicht wetten. Sagen wir ein Eis in Kairo? Okay. Ach, so eine Steinschleuder, ne? Wir haben doch sogar Steine. Wenn ich verliere, bekomme ich ein Eis in Kairo. Oi, versuch nie, einen Mad Miller über den Tisch zu ziehen. Also was ist nun? Eis gegen Zwille? Na gut. Los geht's. Okay, das können wir hoffentlich schaffen. Hoffe ich mal. Ich krieg's, glaube ich, nicht hin. Ja, auf die 10, würde ich sagen, ne? Hä? Check ich nicht das Spiel. Ah. Ah, so, ne? Au, jo, guck mal, 7 Punkte haben wir schon. Ehre, richtig gut. Geil. Scheiße, der hat 6. Miese Breeze. Minus was? Zweimal minus 10? Ach, kack doch die Wand an, ey. Ich könnte brechen. Also beides heißt einfach... Ja! Hä? Ich hab doch jetzt andere... Ja, guck mal. Oh, guck mal. Mega. Shit. Ich muss den Roten da rauskriegen. Ich muss die Roten wegkriegen. Und? Habe ich mir noch mehr Punkte gegeben, oder was? Guck mal, ich habe 40 Ehre. Alter, geil. Hä? Und jetzt? Ja! Haha! Oder? Oh, oh. Ja, ich habe gewonnen! Oder? Na also. Ja, geiler Scheiß. Die Sportskanone hat wieder zugeschlagen. Noch einmal. Nein, nö. Mir reicht's für heute. Also schön. Frech oder was, ey? Hier. Bist du dir sicher? Spielschulden sind Ehrenschulden. Ja, können wir mal später zurückgeben. Ich gebe sie dir zurück, sobald ich sie nicht mehr brauche. Okay. Ja. Okay, aber pass auf, dass Mom dich damit nicht erwischt. Sie hält sowas für gefährlich. So. Jetzt müssen wir nur gucken, was wir mit dem Ding hier machen. Die Steinchen sind die optimale Munition für die Zwille. Jetzt brauche ich nur noch ein geeignetes Ziel. Ja, auf ihn. Er könnte kooperativer sein. Aber letztlich macht er nur seinen Job. Kein Grund, ihm einen Stein an die Stirn zu schießen. Schade. Hab ich ein bisschen gehofft, dass wir das machen können. Wir müssen noch was zu essen für ihn suchen. Was machen wir jetzt mit der Zwille? Was machen wir damit jetzt? Das ist jetzt die Frage, wa? Was können wir damit machen? Was Sinnvolles? Ich glaube, die Vase müssen wir jetzt nicht mehr aufmachen. Nee, jetzt haben wir nur noch den Blutfleck hier drin, wa? Ja. Nee. Also hier drin können wir anscheinend jetzt erstmal nichts machen. Können wir mit ihm reden? Der Tod seiner Herrin... Nee, schade. Dann brauchen wir was zu essen. Ja, nimm etwas zu essen. Sehr gut. Bin ich für... Egal, was Konstabler Oliver will, er bekommt Hammerdex. Gönnen wir dem guten Konstabler noch etwas Salz. So. Konstabler Oliver? Hä? Einmal Ham und Ex. Aber... Ich soll doch nicht. Ich sehe niemanden hier, der Ihnen Vorwürfe machen würde. War eine harte Nacht. Auch wieder wahr. Lecker. Ordentlich Salz. Das war sehr korrekt von Ihnen. Sie glauben doch nicht, dass ich mich jetzt auch noch um Ihr dreckiges Geschirr kümmere. Oh, natürlich nicht, Eure Majestät. Das war gut.
Da ist ein ganz kurzer Cut drin. Ich habe mich nicht ermutet. Ich habe das Gespräch jetzt leider nicht mitbekommen von den beiden hier. Was ist denn jetzt passiert? Nee, ich will schon, ich weiß nicht mehr, was passiert ist. Ich habe dem, glaube ich, Essen gegeben. Der Konstabler löscht seinen Durst mit der Wasserflasche. Sobald sie leer ist, hat er ein Problem. Allerdings will ich nicht so lange warten. Ja, dann... Wir müssen das Wasser zerschießen. Oh, richtig gut. Also schön. Gute Idee. Ich bin schlau. Ich bin voll gut. Hey, Zellner! Was zum Teufel war das? Hä? Was denn? Irgendwas hat mich getroffen. Sie meinen, auf Sie wurde geschossen? Ja, nein, ich weiß auch nicht. Haben Sie denn nichts bemerkt? Ich war von der fantastischen Aussicht gefesselt. Als Schweizer bin ich es nicht gewöhnt, den Horizont zu sehen. Und meine Flasche ist auch hinüber. Oh. Das kann doch alles nicht wahr sein. Wir haben ein bisschen falsch gezielt. Könnten Sie mir etwas zu trinken besorgen? Die Herr mit Ex waren ziemlich salzig. Tut mir leid, ich muss bei meinen Ermittlungen vorankommen. Auf Wiedersehen. Mal sehen, wie lange er dem Durst widerstehen auf kann. Auf Wiedersehen. Dann warten wir einfach mal. Jetzt geht er. Geil. Schnell, Zellner. Das war nicht sehr lang. Los. Geil. Ich bin gut. G-U-A-T. Ehre, geil. Mega, Hammeraffen, cool. Okay. Endlich. Nervös? Das wäre ich an deiner Stelle auch. Wer bist du? Mein Name ist Adil. Und Ihrer? Wachtmeister Zellner. Warum hast du ich dich aufs Schiff geschlichen, Deutsch. Adil? Ich wollte zurück nach Hause. Du bist Ägypter? In Italien gibt es keine Arbeit für mich. Ich möchte meine Familie wiedersehen. Und weil du kein Geld hattest, hast du dich aufs Schiff geschlichen. Und wenn schon? Okay. Dann warst du's also, der mich niedergeschlagen hat. Ich? Niemals. Nein? Wo warst du denn, als ich niedergeschlagen wurde? Ich konnte nichts auf die Reise mitnehmen. Da habe ich mich in die Küche geschlichen und mir einige Konserven genommen. Interessant. Und woher weißt du, wann ich niedergeschlagen wurde? Ich dachte gestern, kurz bevor die Fahrt losging. Die Beule nehme ich persönlich. Mir fällt es schwer, auch nur ein Wort von dem zu glauben, was du mir hier erzählst. Ja? Weil ich Ausländer bin? Eher, weil du seit gestern Abend unsere Sprache gelernt zu haben scheinst. Akzentfrei. Mhm. Glauben Sie doch, was Sie wollen. Er hat nämlich gesagt, dass er... Ich hatte mich den ganzen Abend versteckt. Ich wollte raus und frische Luft schnappen, die Sterne sehen. Aber dann wurde plötzlich Jagd auf mich gemacht. Warst du in einer der Kabinen? Nein. Hast du jemanden an Deck oder auf dem Dach gesehen? Nein. Und nachdem wir dich verhaftet haben? Der englische Polizist hat mich in diese Zelle gesteckt. Dann ist er verschwunden. Seitdem sitze ich hier. Und dir ist auf dem Weg hierher nichts aufgefallen? Nein, nichts. Okay. Wer hat dich dafür bezahlt, uns alle abzulenken? Was? Du läufst über das Deck und lässt dich dabei beobachten. Alle machen Jagd auf dich und in der Zwischenzeit kann dein Partner in aller Ruhe die Baronin erschießen. Nein, ich habe nichts gemacht. Ich wollte niemanden ablenken. Ich will doch nur nach Hause. Ja. Was ist mit dem Schuss? Auf jeden Fall. Hast du den auch nicht gehört? Doch, der englische Polizist hat mich abgeführt. Wir haben einen Knall gehört und uns umgeschaut. Und weiter? Dann hat es der Bobby eilig, mich loszuwerden. Er hat mich fast die Treppe hinuntergestoßen und hier eingesperrt. Er verschwand und kurze Zeit später ging der Alarm Bobby los. Ist der Polizist. Konstabler Oliver war nicht mehr bei dir, als der Alarm losging? Nein, ich hatte Angst, das Schiff würde sinken und ich säße hier wie eine Ratte in der Falle. Du bist ein Lügner und noch nicht einmal ein sonderlich guter. Aber Sir, ich sage die Wahrheit. Und ich bin der Rabe. Inspektor Legrand wird sich mit dir befassen. Er lügt wie gedruckt, aber er weiß vermutlich wirklich nichts über den Mord. Sehr enttäuschend. Also muss ich weiter nach Hinweisen suchen. Was mich momentan am meisten interessiert, ist der Schuss, der hier im Frachtraum gestern Abend abgefeuert wurde. Ja, das will ich mir auf jeden Fall angucken. Die Kiste mit dem Einschussloch, genau. Da will ich jetzt Wer die Kugel rausholen. Wer immer geschossen hat, er hat diese Kiste getroffen. Ja, auch die Wand hier treffen können, dann wäre hier voll Wasser reingefallen. Wollte mich ne? der Schütze nur einschüchtern? Oder vielleicht hat er das Projektil gebraucht? Es ist nichts zu erkennen.
Falls das Projektil noch im Holz steckt, ist es zu tief drin, um es mit dem Finger zu erreichen. Wofür haben wir denn unsere Pinzette? Nein, das Einschussloch ist zu klein für die Zange. Ah, toll. Super. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Kann ich überhaupt noch hier irgendwas machen? Guck mal, der Frachtraum scheint auch als Umkleide für die Besatzung zu dienen. Zumindest für den Teil, der seine Arbeit... Öffne. Vielleicht ist hier noch was drin. Hier habe ich Glück. Das Schloss ist eingedrückt. Und? Ein ölverschmierter Overall. Overall. Und hier eine alte Werkzeugkiste. Ah, da ist bestimmt eine kleine Zange die drin oder so. Hat schon viel mitgemacht. Kaum noch Farbe, ganz verbeult. Und der Deckel wird nur von einem Draht dicht gehalten. Ich nehme Draht. Für die Zelle von, für die Kabine von Legrand. Mehrere Schraubenschlüssel, etwas Stahlwolle, ein verschmierter Lappen und hier ein Schraubenzieher. Toll. Was mache ich mit dem Schraubenzieher jetzt? Damit die Kugel raus oder was? Das klappt doch niemals, oder? Oh, oder doch? Na, ich glaube, das Projektil steckt tatsächlich noch im Holz. Puh, dieses Pfeifen, ne? Aber auf den ersten Blick würde ich sagen, dieses Projektil sieht genauso aus wie das, was Dr. Gebhardt mir für Legrand mitgegeben hat. Das hieße, der Mörder hat vor dem Mord hier im Frachtraum herumgeballert. Aber wieso? Das ist die Frage. Wollte er lediglich die Funktionstüchtigkeit seiner alten Pistole prüfen? Oder steckt mehr dahinter? Und stammt die Kugel tatsächlich aus derselben Waffe? Das kann ich nur in Legrands Kabine überprüfen. Alles in Legrands Kabine hier, hör mal. So, ich denke mal, wir... Okay, bla bla bla. Ach, guck mal, hier haben wir noch was Neues, ne? Professor Lucien scheint etwas für Miss Miller übrig zu haben, aber seine nervliche Verfassung schien besser geworden zu sein, zumindest bis ich ihm klar machte, dass es vermutlich immer noch einen Dieb und einen Mörder an Bord gibt. Daraufhin hat er sich überraschend in seine Kabine verabschiedet. Okay... Was können wir noch hier... Ah, guck mal, hier, da war was. Es scheint, als sich eine Romanze zwischen Miss Miller und Professor Lucien zu entwickeln. Und Matt scheint das nicht zu gefallen. Vielleicht will er seine Mutter nicht teilen oder er will sie beschützen. Daran kann was... Das kann stimmen, ne? So, also, unser blinder Passagier ist ein junger Mann, Arab... Ach so. Fest steht, dass Baronin... Ach so, das haben wir doch schon alles, oder nicht? Der blinde Passagier behauptet, sein Name sei Adil. Adil? Adil? Natürlich hätte er mich nicht niedergeschlagen und könne keine Fliege etwas zuleide tun. Er lügt, das ist klar. Aber lügt er, weil er wirklich nur wieder nach Hause will, wie er behauptet? Oder hat er im Auftrag des Mörders für Ablenkung gesorgt? Wer immer geschossen hat, er hat auf eine Kiste gefeuert. Er hat es also nicht auf mich abgesehen und das Projektil steckte noch im Holz. Darum ging es ihm also auch nicht. Also wir haben auf jeden Fall, glaube ich, schon mal ein paar Sachen jetzt weiter hier erkundet bekommen. Also können wir noch was mit Adil machen? Der junge Mann lügt wie gedruckt. Okay, anscheinend nicht. Projektil aus dem Frachtraum. Können wir schon mal nichts mitmachen. Okay, Schraubenzieher. Auch nicht. Man muss ja mal alles hier so verwenden, ne? Also. Ne, aber damit kann ich nichts anfangen. Das war's hier aber auch, ne? Adil, die Werkzeugkiste. Vielleicht kann ich hinten jetzt noch was machen. Da hinten an der Tür. Da war ja auch mal irgendwas. Jemand hat die Truhe wieder ins Regal gestellt. Ob unser junger Freund oder jemand anderes, kann ich nicht sagen. Muss unbequem sein, darin zu reisen. Selbst wenn man schlank und jung ist, wie unser Gast drüben in der Zelle. Ich könnte eine der Sägen als Andenken mitnehmen. Andererseits würde ich dann jedes Mal an die Beule und meine nicht ganz elegante Befreiungsaktion erinnert werden. Klatsch auf dem Boden. Nein, das willst du, glaube ich, nicht, Zellner.
Gut, dann gehen wir jetzt wahrscheinlich zurück und versuchen jetzt mit dem Draht Legrands Kabine. Ups. Das ist doch wohl... Ich habe die Tür unbewacht vorgefunden und wollte nur nachsehen, ob alles in Ordnung ist. Das können Sie Legrand erzählen. Er hat ausdrücklich verboten, dass jemand vor ihm mit Zeugen spricht. Sie haben nicht aufgepasst, genau. Also schön. Gehen wir zu Legrand und erzählen ihm, was vorgefallen ist. Sie haben zunächst gemütlich geschlafen und dann auch noch die Tür unbewacht zurückgelassen. Also. Jetzt guckt er blöd, ne? Nee, lassen Sie mal. Aber dass mir das nicht nochmal vorkommt. Natürlich nicht. Ja, ja, da habe ich ihn jetzt bekommen, immer die kleine Sau immer. Das, das gefällt ihm jetzt nicht so, ne, dem Constable. Der Konstabler kämpft gegen die Müdigkeit an. Hoffen wir für ihn, dass er den Kampf gewinnt. Bei Legrand könnte er nicht auf Nachsicht hoffen. Nee, das kann er wirklich nicht. Legrand ist nämlich Legrand. Jetzt gehen wir einfach mal hier rein. Können wir noch irgendwas hier machen, eben so schauen oder so? Oder hört er immer noch den Geigenspieler? Ja, macht er immer noch das Gleiche hier immer. Immer das Gleiche. So, und jetzt können wir mit dem Draht die Tür aufmachen. Aber natürlich erst in der nächsten Folge, ne? Selna, warte mal bitte. So, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal, wo wir die Kabine aufmachen werden und ein paar Sachen untersuchen werden. Bis dahin, tschüss.